Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tiny Tina's Wonderlands. Wir sind wieder zurück zu unserem versunkenen Abgrund, weil hier haben wir eine Nebenquest. Mein Inventar ist voll. Na holla die Waldfee, dann verkaufen wir mal unseren ganzen Shit hier. Das behalte ich mal noch. Das nicht, nein. Weg mit der Scheiße hier. Alles weg. Schon bekannt, okay. Und die eine Waffe behalten wir. Nämlich eine Million. Was mache ich denn damit? Eine Frostwaffe. 200.000 kostet sie. Jesus. Sieht schon geil aus. Vor allem, oh, sieht besser aus als die hier. Sheesh. Vor allem Nahkampfschaden, Schusswaffen, Zielgenauigkeit, kritischer Schaden, verlangsamt Feinde. Jesus Christ, ist gekauft das Ding. Ja, verkauft, Baby. Aber sowas von. Wo ist es? Hier. Oh ja. Was hast du hier noch? 2200. Okay. Nicht schlecht, ja. Maximale Gesundheit, Nachladegeschwindigkeit, solange Schutz aufgebraucht. Mehr Nahkampfschaden. Naja. Nee. Hier, Frostschaden geht hoch. Dafür der Kilomant. Brauche ich nicht den Kilomant. Ja. So, wir machen jetzt da die einen Nebenquest. Diplomatische Beziehungen. Kann ich denn irgendwo hinreisen, wo es vielleicht ein bisschen näher ist? Kann ich nicht. Okay. Schade. Gib mir mal mein Scharfschützengewehr. Ja, guck mal, da sind sie schon, die ersten Kollegen. Ey! Ja, gut. Zack! Guck mal, der hat sie alle umgebracht. Jesus. Guter Damage. Von meinem neuen Zauber. Eine neue Nahkampfwaffe wäre vielleicht mal wieder was. Ich habe da immer noch meine scheiß Bratpfanne. Ist vielleicht nicht das Beste, oder? Wait a minute. Nee. Geht hier durch. 200 Krabben getötet. Cool. Und was bringt's mir? Genau. Nichts. Gut, gut, gut. Das nasse Grab. Ja, schön. What? Unter der Krabbe durch. Wow, 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 wow. Wo hat denn der da seine... Ah, da ist der kritische Schuss. Komm schon. Sag mal. Verpiss sie, Junge. Mach mal die neue Waffe hier. Wunderbar. Die schießt ja immer langsamer. Lol. Warum schießt sie immer langsamer? Mach den hier nochmal. Super. Ja gut. Oh shit. Komm schon. Ja. Hau mal ab hier. Mach den brennenden Kollegen da weg, bitte. Dankeschön. Hey, 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 hey. Na los. Junge, verpiss dich. Ich bin beschäftigt. Ja. Bam. Oh, Moment. Glück gehabt. Okay. Wir haben es geschafft. Nein, noch nicht.
Noch nicht, noch nicht. Nimmt das. Ei, seid ihr nervig, du. Seid ihr nervig. Naja. Also, wir gehen mal weiter. Und zwar hier nach drüben. Okay. Kritisch, sehr gut. Ey! Hier, machen wir so. Kurzen Prozess machen. Der Pflatsch kann weg. Na los. Die verfluchte Krabbe ebenfalls. Okay, die hält ein bisschen was aus hier. Du auch weg. Na los. Hopp, hopp. Was ist dein Scheißproblem da oben, ha? Oh. Hoppala. Wow, 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 wow. Hä? Gefährte, komm mal her. Na los. Danke. Heilige Scheiße. Warum habe ich denn gerade so viel Damage auf einmal kassiert? Holy shit. Huh. Keine Ahnung, was da gerade los war. Naja. Ich lebe noch, das ist das Wichtigste. Und die Gesundheit ist auch wieder voll. Wie weit noch? Ja, schon noch ein kleines Stückchen. Weiß ich, ob ich schwimmen kann? Weiß ich gar nicht. Oh. Ja, sie haben mich gesehen, ha? Hoppala. Sehr gut. Wow, wow, wow. Weg da. Oh. Hau ihm eins mit der Bratpfanne. Was ist jetzt los, hä? Wo seid ihr alle? Da. Er ist weg. Hey, 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 Sandfresser. Hier, bisschen Frost. Zack, zack. Alle tot. Na los. Der nächste. Okidoki, das waren alle. Platz im Inventar. Ja, ja, das passt. Dies passt, dies passt. Was haben wir hier? Blitzschaden, Sporenhüt. Ja, aber Blitzschaden, der bringt mir jetzt halt nichts. Weil meine Zauber keinen Blitzschaden haben. Das ist halt scheiße. Naja. Weiter geht's. Wenn wir es brauchen, natürlich nicht. Dann weiter. Wo ist denn der Liebe? Ah, guck mal, da vorne ist Quimble. Na, mein Freund, was ist dein Anliegen an mich? Hallo auch. Ja, hi. Ich komm gleich zur Sache, okay? Mein Team und ich wollten diese alten Glyphen studieren, aber die Gebundenen haben uns angegriffen und jetzt bin nur noch ich übrig. Vielleicht kannst du dich um sie kümmern? Kein Problem. Oh shit, da sind sie schon. Ja, okay. Da brauche ich eine andere Waffe, du. Und zwar hier. Okay. Na los. Alter. Junge, Junge, Junge. Wo ist mein Sporenhüter? Ich muss irgendjemanden töten. Komm. Bitte. Dankeschön. Heilige Scheiße, ey. Das sind schon viele. Weißt du was? Ich mach das so. Komm, komm. Und direkt den nächsten Blizzard. Los. Gib ihr. Macht ja gar keinen Damage. Ja, okay. Oh, shit. Ja, Mann. Sag mal, was ist dein scheiß Problem?
Stirb jetzt mal, danke. Okay. Dann sind noch die da oben. Hoppala. Ja, das ist gut. Komm schon, ein Treffer noch. Danke. Und du noch. Zack. Okay. Got it. Kannst du Belohnung einsammeln, bitte? Ja. Oh, warum kann ich das coole Schwert da nicht einsammeln? Frechheit. Hm. Ah, guck mal, das kann ich direkt einlösen da. Wo haben wir es? Hier. Eine neue Anpassung. Auch wenn ich die nicht brauche, weil ich finde, so wie ich aktuell aussehe mit der Optik, ist das cool da, so mit dem roten Lava-mäßigen. Finde ich cool. Also, Quimble. Gut gemacht. Aber das war nur ein Überfallkommando. Du musst sie alle töten, damit wir sicher sind. Ich habe das im Griff. Wir müssen nicht auf den Feind zurückgreifen. Die mächtigste Waffe von allen ist Diplomatie. Nicht du schon wieder. Falsch. Die mächtigste Waffe ist der Seelenschinder. Schinder der Seelen. Diplomatie ist nicht einmal in den Top Ten. Ah, aber ich habe einen neuen Zauber gelernt. Personifizieren. Damit kann ich die magische Essenz aus etwas in der Nähe absorbieren, um meine Stimme zu verändern. Warte, Claptrap ist nicht einmal dabei. Ja, wie soll der hier helfen? Nur eine Sekunde. Ich habe außerdem den Blitzbart-Zauber gelernt. Wer braucht schon Räder, wenn man noch 15 Zauberslots im Tank hat? Kein Plan, ihr Doofies! Claptrap! Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Oh, Jesus. Ja, ich weiß ja nicht, ob du mir eine Hilfe sein wirst, Claptrap. Ich bezweifle es. Ich brauche deine Hilfe. Damit der Zauberspruch funktioniert, müssen wir für die richtige Stimmung sorgen. Also, Feuer frei. Jag alles in die Luft. Jag alles in die Luft. Wenn es unbedingt sein muss. Ja, okay. War das alles schon? Nee, da ist auch was. Okay. Yeah, ich nehme halt schon mal die Waffe, weil ich denke, ich werde die töten müssen. Jetzt ist deine Chance, Kleiner. Hört zu, ihr Maden! Ich bin nicht hergekommen, um leere Drohungen auszusprechen oder euch in den Arsch zu kriechen. Ich bin auf einer Mission, einer Friedensmission. Stellt sofort alle Feindseligkeiten ein und ihr werdet ihr Leben rauskriechen. Aber wenn ihr mich klingt, schwöre ich bei meinen Schaltkreisen, dass ich eure Schuppen über diesem herrlichen Meeresgrund verstreuen werde. Verhandlungen gescheitert, Rekord. Ja, dachte ich's mir doch. Mach mal den Blizzard. Super. Okay. Na los. Was ist mit Claptrap los? Kämpft er überhaupt? Wahrscheinlich nicht, ne? Du machst hier mal gar nichts. Verstanden? Ja, alles nur wegen dir, du Trottel. Ach, Claptrap. Vielleicht ist es an der Zeit, deine Strategie zu überdenken? Ich habe genug gehört. Der erste Schritt zu einer erfolgreichen Verhandlung ist eine positive Einstellung. Sei nicht so eine Schwach. Ja, die sind perfekt. Während ich das Ritual durchführe, tänzelst du frohlockend um die Blumen herum. What? Ich bin nicht besonders gut im Frohlocken. Ist das sowas wie herumspringen? Frohlocke und spring um die Blumen herum. What the hell? Welche ist die dritte?
sehe hier nur zwei. Ja, ah. Ich spüre die Kraft der Blumen, die durch meine Kondensatoren fließt. Ich bin wie im Einklang mit dem Blumengesang des Kosmos. Jawohl, Flower Power. Ich habe ein paar gefundenen Brüder und Schwestern zum Chillen gesehen. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Das ist sicher hier vorne irgendwo, ja genau. Ich nehme wieder die Waffe. Vielleicht läuft es dieses Mal anders. Hoffen darf man ja. Hey, hört mal zu. Wir alle sind Kinder des Universums. Wenn ihr also damit aufhören könntet, unsere Archäologen, Brüder und Schwestern zu töten und dem Frieden eine Chance geben, dann wäre das total super. Macht Liebe, nicht Krieg. Versteht ihr? Liebe Kinder des Universums. Ja, okay. Das war wieder nix. Ja, los, Clap. Ach, Claptrap. Halt mal die Klappe, Claptrap. Mein Gott. Hoppala. Das war ein Reinfall. Halt mal die Klappe. Ach, Claptrap. Ich hab dich noch nie gemocht. Ja, wahrscheinlich das da vorne, witzig, genau. Dass du dachtest, dieses Familiengerede würde sie beruhigen. Hast du jemals eine Familie live erlebt? In meinem Kleinklub Bokermann, der lässt denn da den Klüber hängen, den Anverrichten, Ark! Nur ein Scherz. Zuerst brauchen wir etwas Piratenatmosphäre. Matrose, lass die Säbel blitzen oder so. Piraten lieben es zu kämpfen. Okay. Außer uns ist niemand hier. Und die Geister von Millionen von Meeresbewohnern, aber ich glaube nicht, dass die zählen. Dir fällt sicher was ein, Matrose. Ich bin beschäftigt. Ein Gedanke tut sich auf. Schlage irgendjemanden. Kann ich auch dich schlagen? Au, hey, was zum... Ja. Autsch. Planänderung. Ich kann mein Ding nicht machen, wenn du mich schlägst. Nimm dir diesen Piratenschatz vor, während ich meine Magie arbeiten lasse. Der hier? Wow. Na dann. Mal so, mach mal. Wir müssen doch nicht auf so barbarische Maßnahmen wie Faustschläge und Schusswaffen zurückgreifen, um unsere Differenzen zu lösen. Wollen wir nicht lieber voller Inbrunst gemeinsam die Friedenshymne singen? Lass unseren Streit vollmiegen, kämpfen ist nicht angenehm. Trinken, Freundschaft pflegen, ist dagegen sehr bequem. Ich verstehe euch voll und ganz. Bitte. Ich habe die anderen 40 Strophen noch nicht gesungen. Oh, Papalapap und Mumpitz, Sapperament etc. Ich war mir so sicher, dass die Friedenshymne funktionieren würde. Ich nehme zurück, was ich vorhin gesagt habe. Deine Diplomatie ist in der Tat eine mächtige Waffe. Sie durchbohrt meine Seele wie 1000 rostige Nägel. In der Tat. Ich nehme an, ich habe keine Wahl. Ich habe mir geschworen, nie wieder so tief zu sinken. Ich werde meine echte Stimme verwenden. Na los, legen wir los. Oh boy. Echte Stimme? Welche anderen Geheimnisse hat er noch? Keine Ahnung. Aber es kommt nie gut, wenn Claptrap in der Nähe ist. Es kommt nie gut. Was passiert jetzt wohl?
In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Oh. Das ist deine echte Stimme? Ja, mach mal was. Was ist los, Baby? Zischel, zisch. What? Hast du deine Schuppen poliert? Oder strahlst du von Natur aus so? Sieh dir dieses Chassis an. Aha! Es funktioniert. Hey, meine Hübsche. Wenn ich einen Kiefer zum Ausrenken hätte, würde der jetzt auf dem Boden liegen. Oh, er ist heiß. Fucking hell, Claptrap, du kannst ja doch was. Heide, Zuckerzähnchen. Du kannst mit dem Beten aufhören, denn Claptrap ist hier. Ich weiß, du bist gewunden, aber vielleicht können wir uns bei Verhandlungen entwinden. Oh, welch leckere Überraschung. Ja, warum rollst du nicht rein und wir besprechen die Details? Ha. Okay. Ja, und ich? Lass mich in etwas Bequemeres schlüpfen. Oh, hey. Immer langsam, Schlangenmama. Kein Grund, ungeduldig zu werden. Komm schon. Ich dachte, du wolltest verhandeln. Du kannst dir von mir wünschen, was du willst. Immer sachte Puppe. Dazu fehlt mir die entsprechende Konfiguration. Weißt du, ich habe mich noch nie an einem Roboter versucht. Komm schon, Blitzport. Oh, verdammt, ich habe keine Zauberslots mehr. Ich muss hier raus. Oh. Ich schätze, die Verhandlungen sind vorbei. Oh, Jesus. Claptrap, what have you done? What have you done? Mach sie alle kaputt hier, komm. Ah, das ist eine krasse Waffe, die ich hier gekauft habe. Heilige Scheiße. Next. Da, komm schon. Huja. Tot. Gib mir mal die Belohnung hier. Ja. 2,8. Hey, 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 hey. Wir beruhigen uns jetzt alle mal, okay? Wo sind denn die alle? Da ist noch eine. Bitte stirb. Danke. Der hat dein Maul. Ein Robo-Bruder. Ich mag nichts. Er ist kratzig und rau und schmeckt scheußlich. Ja, also ich... Sand würde ich jetzt auch nicht zwingend essen. Diesmal stecke ich ganz tief drin. Das ist mir jetzt ein bisschen zu zweideutig, okay? Das ist mir ein bisschen zu viel, was du jetzt da von dir preisgibst, mein Freund. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Hilf mir, der Sand verstopft mir die Filter. Ja, solange so die Filter sind. Oh mein Gott, bam. Wow, wow, wow. Na los. Weg mit dem ganzen Scheiß hier. Entferne Claptrap. Ich dachte, das andere war deine echte Stimme. Jetzt in meiner Schuld. Zu einem Zeitpunkt meiner unergründlichen Wahl werde ich dich rufen, um Unaussprechliches zu tun. Warte erstmal. So. Und du wirst kommen. Was für ein Tag! Nun, ich denke, wir sollten Quimble die guten Neuigkeiten mitteilen. Ja, machen wir. Let's go. Oh, guck
cool, wir sind wenigstens im Kreis gelaufen. Ja, besser als nichts, oder? Na, Quimble. Das Gewundenenproblem wurde gelöst. Also korrekt. Sind die Verhandlungen gut verlaufen? Hat Diplomatie funktioniert? Nein. Wie ein Stufe 9, Blitzbänger. Du hältst jetzt die Klappe. Sozusagen, in einer Art und Weise, die man Lügen nennt, aber die Gewundenen sind weg. Ah, ich verstehe. Nun, solange ich wieder in Ruhe arbeiten kann, bin ich zufrieden. Gut gemacht. Puh, jetzt wo keine Feinde in der Nähe sind, kann ich mich endlich mal ausruhen. Ja, mach das, bitte ganz weit weg. Danke. Okay, dann gehen wir mal hier an den Start zurück, wo wir herkamen. Oder da, Hauptsache irgendwo, wo Verkaufsstände sind, damit ich meinen ganzen Shit wieder loswerden kann. Das ist meine alte Waffe, stimmt. Zeig mal das hier. Viel mehr Schaden, macht auch Frost-Damage. Nahkampfangriffe verstärken den Schaden deiner nächsten drei Waffenschüsse um 45% und das für die nächsten 10 Sekunden. Okay. Aber meine Bratpfanne ist einerseits cooler und andererseits hat sie noch bessere Effekte drauf. Von daher behalte ich sie. Das brauche ich nicht. Abklingzeit 22 Sekunden, ne? Okay, die andere Waffe kann auch wegkommen. So, was hast du so im Angebot? Ein Raketenwerfer? Ne, das ist nix. Was hast du hier? Nee. Ja. Nee. Was mit dem hier? Schusswaffenschaden. Plus 9,3%. Kritischer Zauberschaden, kritischer Nahkampfschaden, kritischer... Oh shit, okay. Geiler Ring. Ist gekauft. Ist gekauft. Direkt ausrüsten, das gute Ding hier. Okay, dann bitte raus hier. Zurück zur Oberwelt. Ja, dann können wir morgen endlich wieder mit der Main Story weitermachen. Wo bin ich? Ah, hier bin ich. Okay. Begib dich zu Karnox Wand. Warte mal, was ist... Ah, der Hexensohn ist, glaube ich, die Hauptstory. Genau. Ja, dann können wir das nächstes Mal wieder machen, ne? Gehen wir erstmal hier hin. Ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann ist für heute Schluss. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.